Und Sie zu mir? Was machen Sie da? Wer sind denn Sie überhaupt? Mein Name ist Gerber und das hier ist mein Kollege Draxel. Wir sind vom Gewerbeaufsichtsamt. Dafür brauchen Sie sich bei mir nicht zu entschuldigen. Wie heißen Sie? Monika Riemerschmidt. Heißt sie. Und mein Name ist Xaver Bartel. Kalle, grüß Sie. Servus. Was ist denn hier überhaupt los? Oder anders gesagt, warum seid ihr hier, wenn ich da bin? Personenüberprüfung, Xaver. Weil Sie da möglicherweise aggressiv wird, haben Sie uns angefordert. Sie reden aber schon immer noch von mir, oder? Wir haben so unsere Informationen. Und da war von wilden Verhältnissen die Rede. Die hier herrschen. Seit Sie hier aufgetaucht sind. Also haben wir Personenschutz beantragt. Wenn Sie mir jetzt einfach mal Ihren Ausweis zeigen, Pass oder Personalausweis, je nachdem, was Sie gerade dabei haben. Oder Führerschein, Kreditkarte, irgendetwas, womit Sie sich ausweisen und wir Sie identifizieren können. Tja, jetzt sind wir dann wohl langsam auf dem Punkt. Nach Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitsgenehmigung brauche ich dann ja wohl nicht mehr zu fragen. Und dass Sie keine Konzession haben, das wissen wir wahrscheinlich besser als Sie. Oder was sagen Sie da dazu, Herr Bartel? Weil Sie betrifft das ja genauso. Die Dame hier ist eine illegale Person. Und Sie beschäftigen diese illegale Person, weil laut unserer Information sind Sie der Pächter von dem Stand hier? Oder werden es in ein paar Tagen sein? Das heißt, Sie sind genauso dran. Karl, ich glaube, ihr könnt es dann abrücken. Ich sehe hier nirgendwo eine Aggression. Außerdem bin ich ja da. Alles klar. Ich bin der Pächter, das ist richtig. Die Frau Riemerschmidt ist oder wird meine Angestellte. Deshalb kann ich Ihnen sagen, aufgrund der Tatsache, dass sie länger im Ausland war, liegen Ihre Unterlagen bei meinem Steuerberater. Bei Ihrem Steuerberater? Ja, natürlich in Ihrer Sache. Dann geben Sie uns doch mal den Namen und die Adresse von Ihrem Steuerberater und dann können wir das leicht überprüfen. In 2 bis 3 Tagen haben Sie die ganzen Unterlagen. Und das sollen wir Ihnen glauben? Das müssen Sie mir glauben. Und warum? Weil ich für diese illegale Person bürge, bis sie legal ist. Dann kommen wir in 3 Tagen wieder. Und so lange sperren Sie hier zu. Moni, geh schon mal ins Hotel. Brauchen Sie noch was von mir? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist ein Zeitwahn. Und? Habt schon einen Hochzeitstermin? Ich heirate nie, Elfi. Das weißt du doch. Ja, freilich. Du hast ja deine Schwester. Und jetzt darfst du sogar nur einen Papa spielen. Obwohl du kein Vater nicht bist. Und für den Rest bin ich da. Und weil dir der Rest anscheinend nicht mehr reicht, hast du jetzt nur eine zweite geholt. Für die ganz wilden Sachen. Wie meinst du jetzt das? Du weißt genau, wie ich das mein. Mein Gott, Xaver. Im Alter, manchmal wird alles ein bisschen ruhiger. Aber na, da fällt mir wirklich nichts mehr ein. Das war das erste Mal. Du pachtest diesen Stand für deine blonde Schlampe da. Ist nicht meine. Stimmt das? Schau mal in die Augen, Xaver. Diesen ganzen Aufstand mit Gewerbeaufsichtsamt plus Polizei, den hast doch du inszeniert. Stimmt das, Elfi? Meine Frage war zuerst. Und damit ich nichts merke und nichts dagegen tun kann, gibst sogar Anzeige auf einem anderen Revier auf. Du lenkst doch nur von deiner blonden Schlampe ab. Ist nicht meine. Außerdem kann sein, dass wir zwar bald Nachbarn sind. Also stimmt's doch. Du und ich. Tagtäglich. Wenn's mich bei der Polizei feuern. Warum sollst du dich feuern? Weil ich nichts von dem, was ich für in 3 Tagen versprochen habe, habe. Keinen Ausweis, keine Kreditkarte, keine Handynummer, kein Nichts. Sie hat es nicht. Kreditkarte, Ausweis etc. Ja, sag ich doch. Du hast gesagt, du. Du hast es nicht. Du verwechselst dich schon mit ihr. Siehst du's? Und dich kann man nicht verwechseln. Thank you.
Wo ist sie denn? Am Empfang. Vertritt mich kurz. Ah. So. Es ist jetzt so. Post. Die Sache. Wie ist es? Ja, also, es ist jetzt so, dass ich sage, dass du das Hotel nicht mehr verlässt. Erstens. Und zweitens, ich offiziell in spätestens 3 Tagen deine Unterlagen brauche. In 3 Tagen? Ich kriege meine Geburtsurkunde erst in 2 Wochen, wenn ich Glück habe. Hat man in so Fällen nie. Ja, danke, dass du uns aufpasst, Irmi. In der Früh. Andererseits, Sie müssen doch ein Verständnis haben bei den Behörden. Wenn jemand vom Mann verlassen worden ist, hier keine Verwandtschaft mehr hat und der Mann alles mitgenommen hat, ich meine Ausweise, ja, jetzt tu nicht alles aufzählen. Es geht ja nicht bloß darum. Es geht ja nicht bloß um Sie und die Ausweise. Sondern? Um ihn geht's eigentlich. Mittlerweile. Weil der Xaver gesagt hat, er hätte meinen Ausweis und alles. Und dass er für mich bürgt. Und bei seinen Kollegen halt auch. Ja, am besten, du besorgst dir die Originale bei dem Angelo. Direkt. Mhm. Ja, rat mal, was ich gerade machen will. Die muss man sofort erledigen. Strategie wäre besser. Dein Bruder Angelo hat gestohlen. So einfach ist es. Diebstahl. Oh mein. Und was hat er gestohlen? Ausweis, Kreditkarten und so weiter. Auf jeden Fall persönliche Unterlagen. Und diese Papiere brauche ich für die Frau. Welche Frau? Jetzt pass mal auf. Merci, Certo, das tue ich. Das muss ich. Andauernd. Also, wir können das komplette Programm lostreten. Verstehst du? Hausdurchsuchung, Razzia, Bundespolizei, Gewerbeaufsichtsamt. Die kontrollieren jede Kiste, die hier ausgeliefert wird. Jede. Die nehmen jede Tomaten einzeln in die Hand und schauen es genau an. Genauso deine Mitarbeiter. Und sowas kann dauern. Wir können es aber auch bleiben lassen. Wegen der Papiere. Wegen der Papiere. Va bene. Va bene, ho capito. Ich werde mich mal umhören, wer was gehört hat. Komm heute Nachmittag wieder vorbei. Weißt schon, wegen der Papiere. Und wenn es nicht hinhaut, dann steht morgen früh Halle 3 still. Ja. Italienische Feinkost, Südfrüchte aller Art. Merda. Meinst du, der Sonne jetzt beeindruckt mit deiner Razzia heute Nachmittag? Siehst du das? Deshalb bin ich für Strategie. Und, wie hat die Ausschau der Strategie? Informationen? Wir wissen ja nicht einmal, ob der Bruder überhaupt noch da ist. Informationen? Von wem denn? Zagreb? Fahr ja da. Was soll der wissen, was wir nicht auch rauskriegen können? Alles, was wir nie rauskriegen, wenn wir nicht solche Leute wie ihn befragen. Versuch was wert. Also Zagreb. ISA 712 für ISA 7, bitte kommen. ISA 712, wir hören. Kommen die irgendwann einmal wieder heim? Der Tekla will mit dir sprechen. Wir kommen. Also Zagreb später. Hey.
Gleichzeitig! Putz den! Hau ab! Das werden nicht lang dauern. Spust du hinten weiter, gell? Sind Sie verrückt? Der Sandkasten ist gesperrt, sag ich. Sie lassen uns sofort in diesen Sandkasten. Nein, das geht nicht. Fassen Sie mich nicht an! Ich rufe die Polizei. Der Sandkasten ist gesperrt, sackeln Sie mit! Ich habe jetzt gerade den Kollegen Brunner am Telefon gehabt. Vom 13er Revier. Sehr aufgebracht, gelinde gesagt. Setz dich. So schlimm wird's schon nicht sein. Für ihn schon. Ich meine, so schlimm, dass ich mich setzen muss. Xaver, du kannst doch nicht einfach einen Kollegen von einem anderen Revier vom Einsatz wegschicken. So mir nix, dir nix. Den Markt regle ich, wenn ich da bin. Und ich war da. Und deine neue Blonde da, die war auch da. Und ich nehme mal schwer an, dass du alles wieder der da. Warst es? Noch nicht ganz. Xaver, ich verlange von dir, dass du deine wilden Verhältnisse da drüben nicht mit deinem Dienst vermischt. Haben wir uns verstanden, Xaver? Hast es ja laut genug gesagt. Was ist das? Wie du das alles bloß der Elfi antun kannst. Die Elfi hat es mir angetan. Zagib. Ja, wir kommen. Moment einmal. Da ist ein Mann auf dem Spielplatz. Respektive, besser gesagt, also im Sandkasten drin. Und der streitet mit den Müttern und verscheucht die Kinder. Spielplatz Tierstraße. Einsatz, meine Herren. Also Zagreb später. Schaut ganz so aus. Was machst du denn da? Ich suche was ganz Wichtiges. Lass doch von dem Mann nichts sagen, der darf den Sandkasten gar nicht sperren. Das darf nur die Polizei. Nicht, habe ich gesagt, nicht hier. Sie haben dem Jungen überhaupt nichts vorzuschreiben. Der kann da spielen, so viel er will. Josefine Ricarda, spielst du da hinten weiter, bitte? Na, da sind sie endlich. Ich habe bereits vor 10 Minuten angerufen. Und schon sind wir da. Wir wundern uns oft selbst, wie schnell wir sind. Um was geht's? Na, das sind's doch. Was sehen wir? Den Mann da im Sandkasten. Gut, dass sie da sind. Vorsicht! Stopp! Sie müssen mir helfen. Die Kinder dürfen nicht in den Sandkasten, bitte. Und die Mütter auch nicht. Haben Sie eine Genehmigung, das da alles abzusperren? Nein. Aber ich habe eine Tochter, Veronika. Gestern am Abend haben wir da gespielt und seitdem ist mein Ehering verschwunden. Der muss hier irgendwo sein. Und wenn die Kinder da spielen, dann finde ich den Ring nie. Der hat fast 1000 Euro gekostet. Haben Sie einen Personalausweis? Ah, ja. Da. Der sucht seinen Ehering. Wer es glaubt, wird selig. Ehe darf dafür sorgen, wird den da ein Fremdwort sein und ringt schon zweimal. Ein erwachsener Mann mit Spielzeug. Vielleicht sucht er ja wirklich was. Also, wenn er jetzt kein Spielzeug dabei hätte, ja. Dann könnte man die Sache mit der Suche vielleicht noch. Aber mit Spielzeug? Sandkästen sind für Kinder da und nicht für Spinner. Ich erstatte Anzeige. Jetzt und sofort und auf der Stelle. Anzeige? Wegen was? Das ist ein illegaler Eingriff in den öffentlichen Raum und das ist verboten. Dieser Mann wird diesen Sandkasten da verlassen. Richtig. Und zwar in genau einer Stunde. So lange hat er unsere Erlaubnis, den Sandkasten abzusperren für seine Suche. Und so lange macht eine Anzeige auch keinen Sinn. Und zwar überhaupt keinen. Das ist Willkür, was Sie hier betreiben. Wenn einem dieser Kinder von diesem Wahnsinnigen auch nur ein Haar gekrümmt wird, zeig ich Sie an. Dann zieh ich Sie durch die Presse, dass Ihnen die Augen tropfen. Ich habe meine Möglichkeiten. Dago, in Sachen Spielplatz Tierstraße. Da ist ein Mann, der sucht seinen Ehering im Sandkasten. Wir haben ihm eine Stunde Zeit gegeben. So lange darf er den Sandkasten sperren. Da sind ein paar Mütter, die spielen ein bisschen verrückt. Also wenn eine anruft, wir sind in genau einer Stunde wieder da. Und mit was sucht er? Mit Spielzeug. Das ist auch Hurament der Sache, Verrückte. Die Männerleute, die werden immer noch verrückter, habe ich das Gefühl. Spielt er auf dem Spielplatz mit den Kleinen, weil er etwas suchen tät, angeblich. Kommt natürlich im Allgäu nie vor. Wir spielen auf die Berg.
Alle für dich, die zwei vom Stachus. Fred weiß alles. Ja, und du? Kaffee, dringend. Sie haben also eine Handgreiflichkeit miteinander gehabt, haben sich aber wieder vertragen, scheint's. Nicht die beiden. Nicht? Nein. Nein. Der Herr Wiedemann hat mit einem Herrn Eigner gerauft. Der ist jetzt im Krankenhaus. Der Herr Glauke, genau, war Beifahrer und Zeuge. Wird das hier noch länger dauern? Das hängt davon ab, was noch passiert. Und von dem, was schon passiert ist. Passiert ist, dass dieser Eigner auf mich losgegangen ist und dass ich ihn jetzt anzeige. Das sieht der Herr Eigner aber ganz anders. Ich habe gehalten, weil da plötzlich ein Hund auf der Straße war. Den konnte ich ja nicht überfahren. Und dann fängt dieser Idiot hinter mir das Hupen an. Anton, ganz ruhig, ja? Sie waren auf dem Weg zur Arbeit? Ja. Sie sind Arbeitskollegen? Nein. Dann sind Sie also befreundet? Nein. Gut, dann ist mir das jetzt auch egal. Papiere haben Sie dabei? Sind bei mir. Dann kommen Sie rein. Bitte schön. Name? Wiedemann Anton. Wiedemann Anton, geboren wann? 27.10.75. Wo? Niederalteich. Das kenne ich, da bin ich mal durchgefahren. Das ist schön, mit einer großen Kirche. Das ist eine Basilika, seit 1932. Anton, bitte deine Angaben, ich muss zur Arbeit. Ist scheinbar echt interessiert an dem Camaro, dein Sheriff. Ich glaube, der weckt Jugendträume. Wer? Der Camaro. 3 Tage haben wir Zeit, dass wir diesen Malerbe Angelo finden. Furchtbarer Name, findest du nicht? Ja. Also, Großmarkt ist Verbindung Süd. Verbindung Süd? Sind mein Geschäft Verbindungen. Habe ich lässig in Himmelsrichtungen eingeteilt. Und Verbindung Süd hockt den ganzen Tag in der Großmarkthallenwirtschaft. Red viel, wenig Gescheites. Ist mit einem von den Malerba-Brüdern entschuldigungen. Und wenn einer weiß, wo dein Angelo ist, dann der. Ist nicht meiner. Und wenn ja, dann einer mehrer. Kann ich nach dem fragen? Kannst nicht. Musst. Den kennt da drinnen jeder. Wie gesagt, kleines Licht, weiß aber viel. Übrigens mache ich ihm ein Angebot für den Camaro. Sag ich ihm. Verbindung Süd. Verbindung Süd. Ich fahr auch eine ganze Woche mit dir, wenn es sein muss. Ich fahre nicht nach Italien. Weder zu meinem Onkel, noch zu meinem Cousin, noch zum Papst. Schon ovo in Italia. Schon mi chiedo a chi. Tu sali in macchina e parti. E lui viene con te. Das habe ich ihm schon gesagt, Rafa. Wisst ihr was, ich kaufe mir jetzt eine halbe. Und wenn ihr dann entschieden seid, dann räume ich alles wieder rein oder halt raus. Io faccio quello che voglio, non sono più il tuo fratellino. Da hat er recht, Rafa. Irgendwann ist man nicht mehr der kleine Bruder. Das hört irgendwann auf. Na, vaffanculo, fa zur Hölle. Was entstehen? Der Kevin und ich fahren nicht zur Hölle und schon gar nicht nach Italien. Tu adesso parti per l'Italia e ci rimani minimo 6 mesi. Also, ein halbes Jahr bleib ich doch nicht unten in Italien. Du fährst ihn da jetzt runter und kommst mit dem Auto zurück. Ob in 2 Tagen, in einer Woche oder in einem halben Jahr, ist mir scheißegal. Nur er muss weg. Weg aus München, ist so gefährlich, die Bullen waren heute schon da. Das ist mehr als 10 Jahre her, Rafa. E poi qui a Monaco c'è quella troia. Ha rovinato la vita mia e anche la tua. Escuchami. Moni no es ninguna zorra, ¿me entiendes? Kannst wirklich nicht sagen, Rafa. Also Schlampen ist sie keine. Die hat ihm die ganzen Jahre nicht beschissen. Ah, du warst dabei? Warst du dabei die letzten 12 Jahre in Argentinien? Eben. Schnauze. Und du hörst auf, Spanisch mit mir zu reden. Du gehst jetzt nach Italien, damit du wieder weißt, wo du herkommst. Ja? Und du bleibst so lange, bis die Bullen dich vergessen haben und ein anderer auf deine Blonde reingefallen ist. Ist das klar? Dann musst du mich aber auch in einem Koffer packen und hier reiten. Ich bleibe hier. Ich gehe zu meiner Monika. Ich werde mich entschuldigen für die Sache am Flughafen und werde ihr alles wiedergeben. Ausweis, alles. Va bene. Prova a prendermeli.
Eben. Die Sachen der Blonde bleiben bei mir. Solange ich will. Wir gehen Besuch, Freunde. Schau rein. Vieni, komm mal, vieni, vieni. Der Verbindung Südfang. Hast du eine bessere Idee? Nein, aber es ist ja der Unterschied, ob ich nach dem Meier Josef frage oder nach der Verbindung Süd. Ja, wenn der Zeiger was sagt oder macht, dann hat das Hand und Fuß. Auch wenn es im ersten Moment komisch klingt. Na dann. Für die das Übliche. Wen suchen Sie denn? Verbindung Süd. Wen? Verbindung Süd. Ist das ein Mensch? Kennt hier jemand jemanden, der wo Verbindung Süd heißt? Du kommst aber schon noch mal, oder? Da meine ich, hat sie jemand nicht ganz ernst genommen mit dem Tipp. Psst. Hey, was ist? Ich bin's. Verbindung Süd. Du kannst doch das da drinnen durchs ganze Lokal blären. Das war die Bedienung, nicht ich. Woher kennst du mich? Zagreb. Ah. Und was will er wissen? Ja, nix, aber ich. Was willst denn auch du wissen? Thema. Der mein lieber Angelo. Da rede ich nicht drüber. Hätte ich aber gern. Im Härtefall. Deine Uniform. Beeindruckt mich nicht so viel. Ist er da oder ist er nicht da, der mein lieber Angelo? Alle Fragen bitte an seinen Bruder Raphael. Ich will nur wissen, ist er in München oder ist er nicht in München? Eigentlich müsste er längst in Italien sein. Heißt also, er ist noch nicht in Italien? Sag ich doch. Er ist in München. Alles Weitere beim Bruder. Aha, das ist jetzt das Ergebnis von der Verbindung Süd. Sauber. Für den Anfang reicht's. So, die Stunde ist um. Ich bin aber noch nicht fertig. Aber die Stunde ist fertig. Und? Kein Ring. Herr Rotinger, wie weit sind Sie denn? Nein. Zwei Drittel habe ich jetzt durch. Sind Sie sich wirklich sicher, dass der Ring da ist? Wie ich gestern mit der Veronika hergegangen bin, da war er noch da. Und daheim war er dann nimmer da. Aber wirklich sicher sind Sie sich nicht? Wirklich sicher bin ich, wenn ich ihn gefunden habe. Jetzt diskutieren Sie doch nicht mit dem Herrn. Ein erwachsener Mann ohne ein Kind im Sandkasten. Da würden bei anderen links die Alarmglocken läuten. Hat der Herr Rotinger einem Kind etwas angetan? Das ist doch krank. Ein Mann, der stundenlang in einem Sandkasten buddelt. Ich verlange, dass dieser Verrückte hier nicht länger seinen Neigungen nachgeht. Eine halbe Stunde noch. Bitte. Irgendwann muss man sich damit abfinden, dass man etwas nicht mehr wiederkriegt. Das ist aber dann nicht bloß der Ring.
Da haben Sie nur was verloren. Einen Moment, kommen Sie mal mit, bitte. Es ist ja nicht wegen dem Ring. Das kann ich ja noch verkraften, aber meine Frau, Sie können sich nicht vorstellen, was ich für eine Nacht hinter mir habe. Ich habe nicht geschlafen. Nicht eine Sekunde. Die glaubt mir die Geschichte einfach nicht, meine Frau. Die glaubt, die hätte eine Geliebte. Und? Haben Sie eine? Natürlich nicht. Sie glaubt, dass ich den Ring vorher abgezogen habe, bevor ich zur Geliebten bin. Und dass der Ring entweder bei der Geliebten ist oder dass ich ihn verloren habe. Interessiert Sie jetzt denn irgendwann auch der Tathergang? Wenn ich alle Angaben zur Person habe, dann ja. Dann kommt der Tathergang. Und was fehlt jetzt noch? Der Familienstand. Verheiratet. Und zwar sehr. Standesamtlich. Ja, falls es sich noch nicht bis in dieses Revier herumgesprochen haben sollte, das Lebenspartnerschaftsgesetz gilt auch in Bayern und auch für gleichgeschlechtliche Ehepartner. Seit dem 1. August 2009 gilt das auch für die bayerischen Standesämter. Ende des bayerischen Sonderwegs. Das heißt, Sie zwei sind verheiratet, ja. Und sehr glücklich. Also miteinander. So echt verheiratet. Aber zusammen wohnen tun Sie nicht. Doch, natürlich. Dann hätten Sie auch dieselbe Adresse. Ja, die haben wir ja. Ich habe hier einmal München-Holzstraße und einmal Niederalteich-Schmiedegasse. Du bist noch immer da gemeldet. Ich habe es noch nicht geschafft. Aha, du hast es noch nicht geschafft. Du bist bei mir eingezogen und hast es in anderthalb Jahren nicht geschafft, dich umzumelden. Nein. Obwohl du es zigmal behauptet hast, dass du es getan hast. Das ist ja jetzt für das Protokoll auch unerheblich, wer wo wohnt. Aber für mich ist das erheblich, und zwar sehr. Das können Sie ja dann vielleicht später. Das hast du mir versprochen, vor der Hochzeit. Ich habe es einfach noch nicht geschafft. Das gibt's denn bitte nicht zu schaffen. Da geht man zum Einwohnermeldeamt oder man schickt jemanden hin und dann meldet man sich um. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich bräuchte dann jetzt noch. Das wegen deiner Mutter, ja? Immer noch. Das verstehst du nicht. In der Kleinstadt, das kennst du nicht. Aber meine Mutter, die kennt das und die hat zu mir gehalten. Dann hättest du deine Mutter heiraten sollen. Carly, gibt's da Probleme? Keine Probleme, Tickler. Ja. Es gibt Probleme. Statt meine Anzeige aufzunehmen, wird hier in meinem Privatleben geschnüffelt. In deinem Privatleben geschnüffelt? Das ist auch mein Privatleben. Und ich bin sehr froh, dass das rauskommt. Hier und heute. Rauskommt? Ja, das ist doch vollkommen gleich, wo ich gemeldet bin. Ja, ist das wichtig fürs Protokoll, das Privatleben? Also, Ich kann meine Mutter nicht einfach im Stich lassen. Sie einfach so beiseite legen, als hätte sie es gar nicht gegeben. Ich bin doch alles, was sie hat. Deine Mutter ist erwachsen. Die kann sich um sich selbst kümmern. Aber sie braucht mich. Ah, sie braucht dich. Aber sie weiß, dass du verheiratet bist, ja? Das weiß sie doch, oder? Oh Gott. Was war damals mit dieser schwangeren Kuh, mit der Steißlage in eurem Stall bei unserer Hochzeit, weshalb sie angeblich nicht kommen konnte? Hat sie am Ende vielleicht gar keine Ahnung davon, deine Mutter, dass du heiratest? Das mit der Hochzeit ist für das Protokoll auch unerheblich. Und? Wie weit seid ihr mit dem Protokoll? Tekla, das ist jetzt nicht hilfreich. Darf der so mit Ihnen reden? Ich dachte, Sie sind die Chefin hier. In innerbetriebliche Angelegenheiten würde ich mich nicht einmischen. Das hat nach niemandem geholfen. In dem Protokoll steht der Ehestand eben schon drin. Das ist das Problem. Nein, das ist kein Problem. Wir sind miteinander verheiratet. Und sehr glücklich. Bis vor 10 Minuten. Bis diese Beamten hier begonnen haben, sich für unser Privatleben zu interessieren. Und dass das nicht ganz problemlos abläuft, das ist ganz normal. In jeder Ehe. Normal ist aber nicht, dass deine Mutter nichts von unserer Hochzeit weiß. Aber das geht doch diese Beamten nichts an. Aber mich geht's was an. Haben Sie schon mal an eine Therapie gedacht? Mit Ihrer Frau? Eine Eheberatung, Paartherapie. Der braucht wen dann eine Einzeltherapie? Wenn's geht in der geschlossenen Anstalt. Na, jetzt aber. Mal langsam, gell? Haben wir jetzt schon eine Entscheidung? Wie?
Ich sage nur Zagreb. Klären Sie Ihre Privatangelegenheiten doch zu Hause Ihren Herz auf, kleine Kinder im Sandkasten zu belästigen. Ich verlange, dass dieser Mann diesen Sandkasten nicht mehr betritt. Wenn ich heute am Abend ohne den Ring heimkomme, noch so eine Nacht, das halte ich nicht aus. Wenn ich eingeschlafen bin, hat es mich geweckt. Ich habe Sie im Verdacht, dass nichts von dem, was Sie sagen, stimmt. Sie sind nicht verheiratet, haben auch keinen Ehering verloren und ziehen aus diesem ganzen Theater da Ihren Lustgewinn. Sie kommen jetzt erst einmal mit mir mit und dann sprechen wir das zielgerichtet durch. Und du, Karli, du machst es mit dem Herrn genauso und zwar hier. So. Gibt es da eine rechtliche Grundlage dafür, dass ich jetzt mit Ihnen mitkommen soll? Ja, sagen Sie mal, haben Sie was zum Verheimlichen? Wollen Sie vielleicht Ihre Aussagen untereinander abstimmen? So, Herr Glauke, dann kommen wir jetzt zu den Fakten. Sie waren der Beifahrer. Sind Sie verheiratet? Wie bitte? Ich würde sagen, Sie sind nicht verheiratet. Das geht Sie überhaupt nichts an. Ich würde sogar sagen, Sie waren auch noch nie verheiratet. Jetzt hören Sie mal. Schauen Sie, so ein gemeinsames Leben ist ja nicht einfach in der heutigen Zeit. Früher hat sich ja meistens einer von beiden angepasst. Herr Glauke, Ihr Privatleben interessiert mich überhaupt nicht. Wissen Sie, der Anton, der Herr Wiedemann, der ist in der Kleinstadt groß geworden. Der Anton möchte eigentlich ein Haustier. Sowas hatten die natürlich früher alles da auf dem Land. Aber jetzt hat er Allergien. Hunde, Katzen, was weiß ich. Ich bin ja ganz froh darüber, weil ich und ein Haustier. Ja. Und Sie meinen, das gehört jetzt ins Protokoll? Das weiß doch ich nicht, was in Ihr Protokoll gehört. Gut, Herr Glauke. Dann lassen Sie uns doch jetzt mal ganz präzise zur Sache kommen. Würden Sie einen Mann wollen, der Sie belügt? Und der im Grunde lieber mit seiner Mutter leben möchte? Ich kann jeden gut verstehen, der lieber allein lebt. Ja, allein. Der Anton, das war auch so einer. Alleine, lieber alleine leben. Sich von anderen Menschen holen, was er braucht. Und bloß keine Verantwortung übernehmen. Nein. So ist es, wenn man alleine lebt. Aber ich habe das sofort gewusst. Ich habe gewusst, den will ich. Und zwar ganz und für immer. Wir haben eh fast jede Nacht miteinander verbracht. Das will ich jetzt überhaupt nicht wissen. Nur bis er es begriffen hat, der Anton, dass wir zusammengehören. Und was das bedeutet, füreinander da sein und nicht nur für ein paar heiße Nächte. Auch das will ich nicht wissen. Herr Glauke, wir machen hier ein Protokoll. Und langsam meine ich, Sie verweigern hier absichtlich die Angaben. Na, wissen Sie was? Fred! Kommst du mal bitte und nimm was zum Schreiben mit. Du machst jetzt hier das Protokoll. Muss das sein? Ja, das muss sein. Herr Rotinger, geben Sie auf. Packen's zusammen. Ende der Suche. Genau. Hilft ja nichts. Reden Sie mit Ihrer Frau. Mal richtig. Von Mann zu Mann. Sagt sie es einfach. Dass das nicht einfach ist, weiß ich selber. Ich bin öfter da. Kommst doch mal vorbei. Mit Ihrer Tochter oder ohne, ganz egal. Einfach so. Ja, vielleicht. Zagreb. Wir kommen. Neue sind Sachen mal lieber. Die wir brauchen. Ich habe keine Ahnung, wie das ist, wenn sich der eigene Ehemann plötzlich verändert.
Wenn man spürt, dass der eigene Ehemann Probleme hat, aber er will nicht drüber reden. Ich höre mir das jetzt nicht mehr länger an. Ich will jetzt endlich klare und eindeutige Angaben. Was ist an der Kreuzung passiert und was genau haben Sie da gesehen? Schreien Sie mich nicht an. Ich schreie nicht! Wenn ich schreie, dann hört sich das ganz anders an. Ja, was ist denn da drinnen los? Die gehen ja auf meinen Paul los. Lass es mich an, Paul! Paul! Hör auf! Was denn jetzt schon wieder? Paul! Anton, du hörst sofort auf! Sofort! Ist doch peinlich, wie du dich hier aufführst. Mit deiner ewigen Gewaltbereitschaft, da müssen wir was machen. Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, was Widerstand gegen die Staatsgewalt bedeutet. Schämen muss man sich mit dir in der Öffentlichkeit. Kali, bring mir das bitte hier zu Ende. Sie unterschreiben jetzt hier, dass Sie keine Angaben machen und gut ist. Ausweis. Anton, Wohnungsschlüssel. Das ist auch meine Wohnung. Du wohnst bei deiner Mutter. Wenn du dich umgemeldet hast, kannst du zurückkommen, den Schlüssel. Schönen Tag noch. So, wir sind dann hier fertig, oder? Ja. Dann fahre ich erst einmal zu meiner Mutter. Es ist also entschieden, nix Italien. Red keinen Schwachsinn. Nimm die Koffer raus und bring sie auch ins Büro. Der wäre aber zweimal laufen, gell? Von mir aus gehst du 100 Mal. Nur geh. Also? Was also? Wie leer dieser Jugo? Zagreb? Ja. Der ist Münchner, wie ich. Kein Jugo. Der will nur, dass der Bulle die Ausweise für seine Blonde... Das ist nicht seine Blonde. Das ist meine. Und das bleibt sie auch. Mir nimmt keiner die Frau weg. Was hat die eigentlich mit diesem Typen zu tun? Keine Ahnung, Angelo. Ehrlich. Ich weiß nicht alles. Der Zagreb will nur... Na, gemeint, so ein Treffen war ganz gut. Ja, irgendwie. Mann, ja. Wie viel hast du ihm erzählt? Hab ich nicht müssen. Ich hab schon alles gewusst. Vor ein paar Jahren wollte er ganz groß einsteigen, euer Angelo. Wollte er die Kroaten in den Großmarkt reinholen. Haben ihm Prozente geboten, ganz großes Geschäft. Dann war er endlich auch mal was gewesen. Was und wer. Und nicht immer bloß sein Bruder. Und? Und dann gab's da so eine Blonde. Wahrscheinlich deine Blonde. Und? Und die wollte, dass der Angelo Geld macht. Schnell und viel. Und nicht immer bloß im Büro umeinander hockt. Die wollte mit dem Cabrio über die Leopoldstraße und so weiter. Und? Und dann sind sie nicht hineingekommen in den Großmarkt, die Kroaten. War ein paar Nummern zu groß für den Angelo. Und er war blöd genug, sein Bruder nichts davon zu sagen und hatte somit seinen eigenen Bruder zum Feind. Und dann gab es Auseinandersetzungen und dann gab es ein Treffen. Und dann gab es eine Schlägerei. Richtig. Und dann ist einer von den Kroaten über die Treppen runtergefallen. Und es wird behauptet, dass der Angelo hinter ihm gestanden sei und zumindest nichts unternommen hat, ihn aufzuhalten. Andere sagen, er hätte ihn gestoßen. Jedenfalls musste der Angelo dann schnell einmal Auszeit nehmen in Argentinien. Die Blonde ist mit. Große Liebe, hat sie sich gedacht. Von dem Kroaten hat sie aber nichts gewusst. Na also. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was zum Verhandeln. Heute um 6:30. Wie? Habt einen Termin bei den Malerba-Brüdern. Hab ich für euch ausgemacht. War doch recht, oder? Interessiert er dich wirklich oder gefällt er dir bloß? Beides. Kannst gleich eine Woche mitnehmen zur Probe. Heute Abend hol ich ihn ab. Ah, recht. Was will er jetzt, der Rafa? Der wer? Der Raphael, der ältere Bruder. Was will er jetzt von uns? Verhandeln. Ja, und was haben wir zum Verhandeln? Haben wir da was? Dich. Mich? Ich hoffe bloß, dass dieser Sauhund von Angelo da ist, weil dem mache ich sowas von fertig, dass der das in 100 Jahren nicht vergisst. Ich einfach am Flughafen stehen lassen. Am besten ist Xaver, du legst mir gleich Handschellen an, weil wenn ich den sehe, dann kann ich für nichts garantieren. Die mache ich so klein mit Hut. Moni. Xaver. Du weißt, wir sind wegen deine Ausweise und deine Papiere da. Die muss ich in 3 Tagen beim Gewerbeaufsichtsamt vorlegen. Das habe ich denen versprochen. Ich bin gerne Polizist. Versau die Nummer nicht.
machst denn du da? Bisschen was für einen Notfall. Was genau? Das siehst du dann schon. Moni, pass auf. Es geht um. Es geht um die Ausweise, ich weiß schon. Also. Voglio vederla. Voglio chiarire ogni cosa. Voglio andare via con lei. No, tu aspetti qua finché ti chiamo. Perché? Perché devo capire se ti mettono in relazione con il croato, capito? Quindi prima gli affari, poi i sentimenti. Semmai, cazzo! Buongiorno. Da bin ich wieder, Rafa. Ja, mit ein bisschen Begleitung. Bist du sicher auch nicht ganz allein, oder? Piano, piano, Bella. Hier, deine Handtasche. Tja, wo ist mein Pass, Führerschein, Kreditkarten? Du könntest doch bei uns arbeiten. Hier im Büro. Du weißt doch, wie sehr ich an meinen kleinen Bruder hänge. Ich habe eingesehen, dass man Liebende nicht trennen kann. Tu meine Papiere her. Selbst wenn ich sie hätte, würde ich sie dir nicht geben. Nicht, dass du plötzlich wieder verschwindest. Womöglich zu zweit mit Angelo. Das verstehst du. Ich finde, er kann jetzt endlich mal antanzen, dein Bruder Angelo. Findest du? Finde ich auch. Angelo! Avete concluso l'affare? Affare? Angelo, was sagst du da? Angelo, ich bin doch kein Geschäft. Du bist kein Geschäft. Doch, sie ist schon ein Geschäft. Gewesen, vor 12 Jahren. Als Gegengeschäft quasi. Für diesen... Stefano Privic, 25, aus Kroatien. Lebt nicht mehr. Fall immer noch ungeklärt. Und das? Das sind die Akten. Ich kenn keinen Stefano Privic. Angelo, was soll denn das? Der Angelo wollte vor 12 Jahren die Kroaten hier im Großmarkt unterbringen. Endlich richtige Geschäfte machen, so wie der Bruder. Nur, dass diese Baunummer zu groß war für unseren kleinen Bruder Angelo. Und bei einer Ortsbesichtigung hier auf dem Gelände ist der Kroate über eine steile, lange Treppe gefallen. Manche sagen, er hat ihn nicht zurückgehalten. Andere sagen, er hat ihn geschubst. Dafür gibt es keine Beweise. Jedenfalls musste der kleine Bruder schnell außer Landes. Nach Argentinien, wo viele Verwandte wohnen. Und als Liebespaar fällt sowas halt am wenigsten auf. Angelo, du sagst jetzt, dass das alles nicht stimmt. Das ist Liebe und kein Geschäft. Natürlich war das Liebe. So, großer Bruder. Die Papiere. Und ich? Kriege ich die Akten? Nein. Moni! Jetzt bist endlich wieder ein Mensch. Reisepass, Führerschein, Kreditkarten. Du kannst jederzeit wieder mich an Steuer lassen. Schlüssel. Also, was ist? Einsteigen. Ich glaube, ich fahre besser mit der S-Bahn. Auch eine Möglichkeit.